soll sich auf jeden Fall aus einer Grobenstanze kommen zum Eisklettern, weil die Anlage momentan in sehr guten Bedingungen ist und auch generell ist der Eisturm sicherlich etwas Besonderes. Ich sage mal, weltweit fast einzigartig und wer dann versucht nicht wogen, ich glaube, fast der versäumt etwas. Bozen und das ist ein Berger Dom da, ab bis ins reiches Eis. Überhänge, zuliegen, also wie, macht Spaß. Highlight ist sicherlich der 25 Meter hohe Hauptturm. Die Höhe ist eher einzigartig und von Weitem sichtbar. Und das macht, glaube ich, ist, das besondere Merkmal für den Eisturm Rabenstein. Es ist echt schön, in Rabenstein noch Eis zu klettern. Es sind sehr viele Möglichkeiten. Viele Kletterer gleichzeitig können klettern. Noch. Und leider ist es ein bisschen kalt, ziemlich der Wind und ja, schön hier. Ich bin der Christoph, der Dobler. Heute haben wir uns gedacht, ich bin mit sieben Kollegen, fahren wir rein, ins Klettern. Ich schräg berg, aber in der Wind, aber es ist ein geiler Turm. Wir haben die ganze Ausrüstung im Verleih da und die ganzen Pickel, Steigeisen, Helme, Klettergurte. Also man kann live vorbeikommen, das empfiehlt sich ein bisschen gutes Schuhwerk mitzuhaben und den Rest haben wir. Einladend ist auch unsere neue steigeisenfeste Bar, wo die Kletterer mit Steigeisen, Pickel hingehen dürfen. Das ist auch eine Besonderheit und wie es sich gehört, zwischen den Klettern für kalte Füße oder für die angeknackste Moral ist sicher wichtig, wenn man ein warmes Getränk kriegt. Und danach geht es umso besser weiter wieder.